Na, ihr süßen Zuckerschnütchen. Hallo. Hallo. Seid ihr für eine bestimmte Band da? Nee, eigentlich nicht. Von wo seid ihr angereist? Aus Marburg. Extra hergekommen? Ja. Und dann wisst ihr noch nicht mal, für welche Band? Was ist denn hier los? Ja, für die Daughters eigentlich. Ja. Warum? Liegt es an Klaas Pijambor? Ist er die Wutz? Ja. Ja, kann man so sagen. Seid ihr wegen einer bestimmten Band da? Oder mal so insgesamt gucken? Ja, für wen? Die Daughters. Bist du für eine bestimmte Band da heute Abend? Ja, der Klaas ist ein guter Freund von mir, hat mich eingeladen. Das ist ja unfassbar. Vor Ugly Daughters. Ja, ja, alle sagen mir, dass sie wegen Vor Ugly Daughters da sind. Bist du Fan von irgendeiner Band? Bist du deshalb da heute Abend? Ja, von Vor Ugly Daughters. Du auch? Wen kennst du denn aus welcher Band? Von Vor Ugly Daughters in Klaas. Hier zum Beispiel sitzt Berno, mein Tonassistent. Berno, für welche Band bist denn du heute Abend da? Ich bin nur für dich da heute. Das weiß ich nicht, oder? Er weiß, dass er das sagen muss, weil ich ihn ansonsten wieder haue. Vor Ugly Daughters, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns vor 2 Jahren hier getroffen, da hast du auch beim Best of Mainova Heimspiel gespielt, allerdings unter deinem Namen, Klaas Pijambor. Jetzt auf einmal mit einer neuen Band, was ist passiert? Nix, also ich habe, das gibt's weiter, ich trete weiter solo auf, ich bin weiter als das unterwegs, aber das ist halt ein komplett neues Projekt mit einer komplett anderen Besetzung und auch mit sehr viel härterer Musik. Führt mich direkt zur inhaltlichen Frage. Also wir haben uns damals vor 2 Jahren nicht nur lange über sexuelle Aktivitäten unterhalten, sondern auch über deinen Glauben und all das. Ist das jetzt ein Projekt, in dem der Glaube außen vor ist? Also geht es da jetzt um andere Dinge? Oh Mann. Dies ist definitiv ein Projekt, was ganz normale Jungs, die zusammen spielen und über das singen, was sie halt irgendwie bewegt, was bei dem anderen auch war. Und ich will nicht sagen, dass diese Texte flach sind, sondern die sind genauso tief, aber definitiv nicht als Musik im christlichen Bereich zu nennen, auf gar keinen Fall. Keep on.
and the string together, turning in my mind, we keep on rolling. Keep on rolling. Hold me in your arms forever, honey, you and me, we keep on rolling. Keep on rolling. Dankeschön.